Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video mit mir, dem Albert Wesker. Lang ist es her seit dem letzten Unboxing-Video zu meiner PS4. Aber das wird sich heute ändern, denn ich habe heute endlich die Collector's Edition zu Uncharted 4 bekommen. Die Libertalia oder wie die auch immer ausgesprochen wird. Man möge mir das bitte verzeihen, dass ich den Namen nicht wirklich aussprechen kann. Aber wie ihr sehen könnt, es ist diese Edition hier. Libertalia. So, ich hoffe, dass es das jetzt halbwegs korrekt war. Naja, egal. Kommen wir zum Unboxing. Ich will mich jetzt nicht mehr mit immer verhaspeln oder so. So, gehen wir erstmal auf die Box selber ein. Vorne. Ich hoffe, man glaubt, das kann man ja nicht sehen. Mal eben hier oben steht PS4. Natürlich only on PlayStation. Dann Uncharted 4. A Thief's End. Dann hier, ich schätze mal, das ist eine Münze, eine Piraten-Goldmünze. Es geht ja um einen Piratenschatz in Uncharted 4. Ja, hier unten steht natürlich Naughty Dog und ja, Piggy 16 und einen gelben Punkt. Hier, einen gelben Punkt. ja. Hier auf der anderen Seite, es steht hier wieder nochmal Uncharted Assassin's End. Hier unten PS4. Dann unten ist nichts, so wie oben. Oben ist nochmal das PS4-Logo, ist jetzt ein bisschen seitenverkehrt, aber ja. Auf der anderen Seite ist auch nochmal dasselbe mit Uncharted 4 und dem PS4-Logo. Und auf der Rückseite, ja, wie immer, die Inhaltsangabe. Ja, dementsprechend leider auf Englisch. Halbwegs kann ich sowieso das lesen. Ist ja auch nicht viel Text hier. Da steht zum Beispiel, ja, was ja in der Collector's Edition als für extra drin sind. Zum Beispiel, das ist hier die 30 cm Nathan Drake Statue dabei sein wird, dabei ist, nicht dabei sein wird. Ich hoffe zumindest, dass sie da drin ist, sonst gibt's Ärger. Die Collector's Edition Steelbook Case, dann die 48-seitige Cover Artbook, ja, dann die Multiplayer, ich hoffe, man kann das sehen. Dort muss ich mal ein bisschen ranzoomen. Entschuldige. Wird ein bisschen schwierig. Ja, gut. Wenn ich das so mache, geht es wohl einigermaßen. Aber wie ihr sehen könnt, ist alles in Englisch. Das Spiel ist aber mit komplett in Deutsch natürlich. Ja, dann hier. Ja, die ganzen Extras eben für Multiplayer. Ob ich das spielen würde, vielleicht, wenn sich Leute finden werden, die mit mir das vielleicht zusammenspielen würden, dann würde ich, aber alleine macht Multiplayer irgendwie keinen Spaß. Deswegen heißt es auch Multiplayer. Und ja, also ich meine jetzt in Leuten, mit denen ich gut zurechtkomme, und nicht irgendwie Wildfremde, die sowieso keine Teamplayer sind und so, ne? Den Sinne meine ich. Weiter ein Text jetzt. Dann hier Naughty Dog und oh Gott. Auf den Naughty Dog Sticker. Dann hier ein PS4 dramatisches Thema, also für die Players fordern wieder, dass der Hintergrund und so sich bewegt wohl. Ich sehe hier gerade, dass ich das nicht wirklich in die Kamera halte. Tut mir leid. Es ist schwierig, sich auf das hier zu konzentrieren und in den kleinen Beobachtungsbildschirm meiner Kamera zu gucken, ob ich das auch wirklich hinhalte. Entschuldige. Also nochmal, hier sind die ganzen Extras. Was hier, aber das seht ihr sowieso gleich. Ja. Und eben die ganzen Informationen. Naja, da, ihr kennt das bestimmt. Von dem normalen Cover und so, von dem normalen Spiel. Naja, halten wir uns nicht mit den Details hier auf. Packen wir eigentlich das Gesamtpaket mal aus, endlich.
Ich mache das mal die Kamera ein bisschen weiter hoch. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs erkennen. Ich halte es notgedrungen auch noch mal in die Kamera. So, dann öffnen wir das gute Teil mal. Oder brauchen wir das überhaupt? Ne? Brauchen wir gleich aufschneiden. Wenn wir auch vorsichtig öffnen. So, das war Nummer 1. Moment, ich mach mal noch mal ein bisschen hoch. So. Das war ein bisschen zu viel. So. Na, komm schon. Dein Kollege hat sich aber leichter öffnen lassen. Ja, das geht doch. Wir brauchen noch nicht mal Gewalt. So, die Lasche öffnen. So. Okay, was haben wir denn da zuerst? Ah, natürlich, als erstes lacht uns natürlich das Spiel. Das schöne Metallcase. Uncharted 4, A Thief's End. Drauf zu sehen sind Nathan Drake, dann sein Bruder Sam, Elena, Sully, und eben noch zwei Figuren, die ich noch nicht namentlich kenne. Oder? Achso, ja, gesehen habe ich sie schon, aber entschuldige. Die fahren hier in letzter Zeit ziemlich oft. Na gut, wie gesagt, die hier habe ich zwar mal im Trailer gesehen, aber namentlich habe ich die noch nicht gehört. Naja, wird sich wohl später im Spielverlauf wohl ergeben. Hinten ist so ein Piratengrab, so wie das aussieht. Ich hoffe, das kann man sehen. Vielleicht sollte ich mal das rausnehmen, damit das nicht so spiegelt. Vorsichtig. So. Geht das jetzt besser? Ja, jetzt spiegelt das nicht so. Wie ihr sehen könnt, hier ein Pirat, der im Käfig eingesperrt wurde und da verendet ist. Ich hoffe, man kann das wirklich sehen. Es ist ziemlich dunkel, obwohl ich das hier Fenster aufhabe und so. Ja, Naughty Dog, wie immer, und PS4. Inhalt drinnen, natürlich das Spiel. So soll es auch sein. Dann natürlich die Anleitung, wie man den Controller benutzt. Als wüsste man sowas nicht am meisten als Standardspieler. Ne? Dann, das ist der Code. Code für den Download-Contenten und so, digital und so. Dann haben wir die besagten Sticker. Ja, dann. So rum. Naughty Dog. Einmal in weiß und einmal in schwarz und silber. Und dann hier sämtliche Aufkleber. Tiger. Ja, das ist schwer zu sagen. Müsste ich jetzt auspacken, aber mache ich jetzt nicht. Sonst fliegen die mir durch die Gegend. Ja. Sonst ist hier nichts. Packen wir das Ganze mal wieder vorsichtig rein, damit nichts verloren geht. So, das war das Spiel. Hier nochmal das Cover. So. Den Papierkram. Haben wir mal eine Mülltüte. Die Schere, weiß nicht, ob wir die noch brauchen, packe ich das mal dahin. So. Gut, was haben wir als nächstes? Oh, noch ein Code. Für den, ja, nochmal ein Digital-Content. Hä? Haben wir das nicht eben schon? Naja. Was haben wir als nächstes?
Ah, das Artbook. Ich habe mir sagen lassen, ich habe mir sagen lassen, schön. Ja, jetzt muss meine Katze nerven. ich habe mir sagen lassen, ich sollte noch nicht reingucken, weil das Spoiler enthält. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht ja, durchblättern und euch auch nicht damit spoilern, falls ihr das selber spielen wollt. Ne? Soll klar sein. Nee, ich guck nicht rein. Dann mache ich das in einem separaten Video gerne nochmal. Aber ich schätze mal, das sind meistens die Standard Bilder, die sonst ist. Aber wie gesagt, ich möchte keinen spoilern und so. Nein, okay. Jetzt kommt das, glaube ich, das Beste. Ich muss das mal eben so umkippen. Will nicht. Ich will das Ding nicht kaputt machen. Das Ding hängt wirklich fest. Na, ich krieg dich schon noch raus. Kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute. Geschafft ist leer. Ja, wir haben das packen wir erstmal zusammen. Uiuiuiui. Okay. Ist das noch irgendwie zusammengeklebt? Nein. Ach. Sehr schön. Auf dem Styropor ist das PS4-Logo, also das Standard-Logo von der PS, also besser gesagt von PlayStation eingeladen, nicht PS4. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Ich glaube, das ist schwer zu sehen, weil das ziemlich. Ja, so könnte man das sehen. Ne? So, jetzt hier. Ne? Ich hoffe, man kann das erkennen. Okay. Na, komm schon. Gesicht trocken wischen, es ist ziemlich warm heute. So. Da haben wir das gute Stück. Ist da noch was anderes? Ne, nur noch Styropor, sonst ist da nichts. Das packen wir auch mal weg. So. Da haben wir das gute Stück. Oh, das Ding ist echt gewaltig groß. Das ist jetzt, bis jetzt die größte Figur, die ich jemals bekommen habe. Naja, allzu viele habe ich ja noch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr große. Schaut euch das an. Ist das nicht Wahnsinn? 30 cm. Die größte, die ich davor gehabt habe, war 26. Und das ist die von One Piece, der Ace. Puma the Ace. Ja, okay. Sehen wir uns mal die Figur mal genau an. Ich hoffe, man kann das gut sehen bei dem Licht. Das Gesicht sieht echt cool aus. Sehr detailliert. Die Haare auch. Ja. Er zieht eine Waffe oder steckt sie gerade weg. Kommt drauf an, welche Situation das ist. Ist die Gefahr gerade vorbei oder kommt sie? Kann man sehen, wie man möchte. Auf jeden Fall hat er viele Wunden schon. Hier, wenn man das so sehen kann. Ja, ein schmutziges Gesicht. Scheint wohl mitten im Abenteuer schon zu sein. Ja, der Hive da.
dann seine Tasche, wo er seine Utensilien immer reinsteckt, wie sein Tagebuch oder seine Notizsachen oder seine ganzen Schätze, die er unterwegs aufsammelt. Das ist eine magische Tasche, wo alles reinpasst, egal wie groß sie sind. ja, Gürtel, deine typische quasi Indiana Jones Hose, quasi kann man sagen. Und er scheint wohl gerade aus einem feuchten Gebiet zu kommen, weil hier ist alles ziemlich dunkel und hier ist so hell, also scheint er hier gerade durchs Wasser irgendwie gelaufen zu sein. Ja, dann der Podest, wo da drauf ist, sind Steine, ein paar kleine Schädelstücke, zumindest sieht das so aus, Blätter und so einen kleinen Busch oder Strauch oder wie man das auch nennen mag. Ja, die einzelnen Blätter kann man bewegen. Ich sollte da nicht so doll rumhantieren, sonst brechen sie bestimmt ab. Hier unten, was steht denn hier unten drauf? Kann man gar nicht richtig lesen. Ja, natürlich, ja, der Copyright etc. pp. Von Uncharted, Naughty Dog und eben der die Figur hergestellt hat. Und natürlich Sony Computer Entertainment Europa. Und Made in China. Wie immer. Klasse. Nee, die ist fest drauf. Die kann man nicht irgendwie abnehmen. Naja, ist auch gut so. Ja, was gibt's noch da noch zu sagen? Schuhabdrücke. Wahnsinn. Ich bin begeistert von dieser Collector's Edition, muss ich echt sagen. Na, so. So. Pack mal alles dahin. Das Artbook. Und das Spiel. Ja, ist ein bisschen chaotisch mit der Kamera gleichzeitig so. Ich muss mir noch was anderes einfallen für mein nächstes Unboxing-Video. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gut gefallen hat, trotz diesen kleinen Patzer und so. Ja. Ich muss mir mal einen besseren Ort noch aussuchen, als wir hier umgezogen sind in der neuen Wohnung. Hab zwar genug Platz jetzt und als in der alten und aber, naja, vielleicht ist der Tisch auch zu niedrig. Das ist mein allgemeiner Spieletisch, wo meine Spiele auch unten verfrachtet wurde. Hier kann man ja mal kurz einen Schwenker machen. Das sind meine PlayStation-Spiele. Unten sind auch noch ein paar PS4-Spiele. Ja. Und im Hintergrund mein Fernseher und mein PC. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Das kann ich ja mal gleich in meinem Abonnenten-Special machen. Falls man endlich die 800 voll werden, dann würde ich mal gleich so eine kleine Tour machen oder euch mal zeigen, welche Spiele ich so besitze. Naja, egal jetzt. Bevor ich mir ja noch den Mund fusselig rede, sage ich erstmal danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den einen Daumen hoch, schreibt ein paar Kommentare. Ja, und wenn ihr keinen Part von meinen Let's Plays verpassen wollt, dann klickt auf den Abonnier-Button. Was gibt's noch zu sagen? Ja, und wenn ihr gerne mit anderen Leuten euch unterhaltet und gerne News über die neuesten Games habt, dann besucht uns doch im Gamers Palace Forum. Ist jeder herzlich willkommen. Ich werde wie immer alles in die Videobeschreibung verlinken, wie ihr da hinkommt. Und ihr könnt mir auch gerne bei Facebook folgen, wenn ihr wollt. Das werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Video dabei sein werdet. In dem Sinne verabschiede ich mich, euer Albert Wesker.